Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir sind heute wieder im Spiel Once Human. Ja, das letzte Mal habe ich im Camp Iglo schnell den Quest abgegeben und wir haben den Quest bekommen Insider des Fort Obsidian und den schauen wir uns heute an, den werden wir heute machen. Ich habe meine Base nochmal umplatziert, ich habe einen anderen Platz gefunden und zwar bin ich jetzt von da war ich ja. Bin ich jetzt darauf, denn ich habe durch den Levelaufstieg, den ich bekommen habe, ich bin Level 17, das ist wirklich sehr, sehr schnell gegangen, habe ich bei dem Memetiken bekommen, hier bei dem Memetik Spezialisierung, die Superraffinerie. Und da haben wir neue Anlage freischalten, Superraffinerie. Weist eine erhöhte Umwandlungseffizienz auf und kann Säure in treibbares Treibstoffgemisch umwandeln. Und ja, damit wir das alles herstellen können, bin ich jetzt hier umgezogen. Und wenn ich nämlich hier an die Tür gehe, habe ich eine Sternenstaubverschmutzung mit 1. Also ich könnte da draußen ein paar Pumpen aufstellen. Und das werden wir dann auch irgendwann einmal machen. Und die Base wird natürlich noch ein Stockwerk erhöht. Und vielleicht mache ich sogar noch mal eine Reihe größer. Also dass hier das Runde noch mal um 1 erweitert wird. Aber so schaut es eigentlich schon recht gut aus. Vielleicht tue ich sogar noch meine Regale auch in solche Nischen rein. Wir werden sehen. Heute auf alle Fälle machen wir Insider des Fort Obsidian. Und da schauen wir jetzt mal auf die Map, weil diesen Teleportpunkt, den haben wir ja schon mal geholt hier. Und da reisen wir jetzt einmal hin. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob ich genügend Munition dabei habe. Wahrscheinlich wird es reichen. 3000 Schuss sollte reichen. So, wir sind da. Markiert ist es auch. Wir müssen diese Richtung und ich gehe mal davon aus, es wird da oben sein oder ganz oben, ich weiß es nicht, ich gehe da jetzt mal hin. Die Leute haben hier ihr Camp aufgestellt, da kann ich meins auch aufstellen. Holzfilpen und Kies ist vielleicht gar nicht einmal so dumm die Idee, da brauchen wir bloß Steine, da drüben ist Stein. Könnte ja sein, dass ich sterbe, obwohl herporten könnte man auch ganz schnell. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? Hier ist kalt. Oh, oh. Ich glaube, die Steine da, die müssen wir, aber die kann ich noch nicht abbauen mit meinem Werkzeug. Brauche ich gar nicht probieren. Die muss man, glaube ich, mit Feuer bekämpfen. Also ne, eine Fackel hinschmeißen. Nee, nicht eine Fackel. Hier haben wir es doch. Ein Molotow-Cocktail hinschmeißen. So, da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Jetzt holen wir uns schnell noch. Machen wir mal 150, das müsste reichen. Oh. Dann stellen wir mal auch hier unser Camp auf. Dann sind wir zumindest safe. So, stellen wir es mal hier hin. Zack. Dann können wir nämlich hier spawnen, falls wir sterben sollten. Aber jetzt gehen wir mal rein, noch 230 Meter. Ich bin echt gespannt. Ich bin nach wie vor begeistert von diesen neuen Updates, The Way of Winters. Die Landschaft ist sehr schön. Und das Einzige, was mir im Moment fehlt, sind die Chiffren für die Memetik. Und da muss ich leveln und Punkte machen, denn Erze gibt es hier alle. Man kann ja alle auf einmal finden. Das einzige Problem ist eben zu leveln und Punkte zu vergeben, damit man eben die richtigen Werkzeuge machen kann, um das Ganze zu verarbeiten. Ich weiß jetzt, soll ich das Motorrad holen? Ne, ich glaube nicht. Ne? Müssten eigentlich gleich da sein. Schauen wir mal, da oben ist auf alle Fälle ein Spaltkern.
So, jetzt muss man aufpassen. Hier könnten nämlich schon Gegner sein. Finde den Eingang und betritt Fort Obsidian. Okay. Was hängt da? Explodiert nicht. Gibt's hier was? Ja. Ein Monitor, den nehmen wir mit. Monitor. Das ist hier nichts. Geht noch eine Lampe. Da drin ist nichts. Wunderschön. Gefällt mir echt gut, was sie hier gezaubert haben. Gehen wir mal da rein. Ich nehme, da geht es nach oben. Dann holen wir uns erstmal die Kiste. Bin schon wieder voll im Loot-Fieber. So, dann gehen wir mal rauf. Oh, hier liegt Schnee. Das sind Kisten. Ah, hier geht es auch rauf. Aber mal, vielleicht finden wir hier ja, schneller unseren Bauplan fürs Metallregal. Da ist noch eine Kiste. Okay, sonst ist hier. Halt, da steht noch was. Medizin nehmen wir mit. So, das war's, aber ja, im Schrank gibt's nichts. Gehen wir von der Seite runter. Vielleicht haben wir ja da in der Toilette noch was übersehen. Da steht meistens noch so ein Papierkorb. Da sind wir rein. Okay. Haben wir alles gesehen. Machen wir diesmal alles schön in Ruhe. Wir haben Zeit. Wir haben genügend Zeit. Was ist denn da drüben? Schauen wir uns auch mal an. Jetzt war hier nur ein Gegner. Feuerlöscher. So ein richtiges Schneebergdorf. Stelle ich mir das vor, so wie in den Alpen, in Österreich vielleicht. Ein kleines Bergdorf. So, können wir da reingehen? Da werden wir nicht reinkommen. Aber da geht's wieder rein. Aufpassen, hier könnten ja eigentlich überall Gegner sein. Ich weiß immer noch nicht, um was es hier genau geht. Ist nix. Gehen wir mal nach oben, da draußen am Balkon war auf alle Fälle was. Mika, da steht, da bin ich jetzt erschrocken. Jetzt holen wir uns erst einmal die Kiste. Schaue ich jetzt hier noch rein. Da ist nix. Da ist so ein Papierkorb. Die stehen immer gerne in den Toiletten. Also gut, dann reden wir mal mit ihm. Sprich mit Mika. Hello there. You've come to join our movement, haven't you? Na klar. Oh, the great ones have blessed me with a special sense, you see. Right away, I could feel you were ready to serve the cause. Ich bin bereit. Kein Problem. Wonderful.
But if you want to join us, you'll need to answer a few questions, just to make sure you have a proper understanding of the new way. Okay. I'll ask you this first. How should we view Starfall? Das Anfang vom Ende. Es ist ein Segen und ein Wunder. Nehmen wir mal das hier. Just so. I'm glad to see you grasp that which so many have failed to understand. Now, what is a vulture's first priority when it comes to non-believers? Lösche sie aus. Er hat ihre Besitztümer an sich zu nehmen. Er hat sie ins Licht zu führen. Wir sind ja jetzt bei dem Gegnern. Lösche sie aus. Alas, that's not right. Perhaps you should study up more before trying to join the movement. Was? Nochmal. Hello there. So, stell mir deine blöde Frage. Wonderful. I'll ask you. Ein Segen und ein Wunder. Just so. Now. Er hat's ins Licht zu führen. Dann nehmen wir das hier mal. Yes, that's right. I have one final question for you. Ihnen die Stirn zu bieten und sie zu übertreffen, ihre eigene Auslöschung würde voll zu. Diene ihnen treu, das hört sich doch gut an, ist auch groß geschrieben. Indeed. I'm glad you understand. I knew you were a true believer all along. I'm never wrong about these things. Ja. I'll mark the entrance for you. Okay, da können wir schon mal rein. Finde den Eingang und betritt Fort Obsidian. Okay. Müssen wir den anschießen? Nee. Lieber nicht. Warten wir mal ein bisschen mit dem Schießen. So, da werden wir auch nicht reinkommen, schätze ich mal. Nee. Würde ich gerne hier nochmal hinschauen. Gibt es doch bestimmt was für mich. Da ist eine Kiste. So, vielleicht noch irgendwo was. Okay, und die Station da oben schauen wir sich auch noch an. Sind keine Gegner mehr. Oh, die sind ja ganz ruhig. So. Den nehmen wir noch mit, den Koffer. Und dann hätten wir sie auch schon. Aber da gehen noch Treppen runter, die schauen wir uns auch noch an. Geht's ja hier irgendwo noch rein? Nö. Okay. Gehen wir lieber mal wieder hoch. Und dann suchen wir uns den Eingang. Das gefällt mir hier wirklich sehr gut. Schaut euch mal dieses Panorama an. Auch. Oder ein Foto machen. So, jetzt gehen wir aber zum Eingang. Wir müssen auf jeden Fall Waffen und Ausrüstungskisten finden. Und hab doch da oben irgendwo da so ein Spaltanker. Was sind Gegner? Wo kommen die denn jetzt her? Da ist er. Da war er. So, dann
gehen wir mal ein Stückchen weiter. Könnte man noch eine Heilung reindrücken? Ein geliebtes Faulgel. So, das reicht. Dann können wir noch was essen. Und trinken. So, und gib mal Gas, mein Freund. 2900 Schuss davon ist einer. Muss direkt mal aufpassen, was die für ein Level haben. Ach ja, was ich euch noch zeigen wollte. Vor meiner Hütte spawnen, wenn ich mich einlogge immer und wenn ich mich hin teleportiere, 3 Robben. Und die Robben geben also dieses Robbenfell. Und wenn man, ich zeig's euch kurz, seine Ausrüstung, wenn man craftet, ich habe im Moment noch diese Einzelgängermaske, aber ich werde im Laufe des Spiels ja umstellen, hat man unter anderem jetzt ganz unten, also die normalen Punkte, und ganz unten bekommt man den Kälte- und Frostschutz. Und beim Robbenpelz, wenn man die von den Robben nimmt, bekommt man Kälte- und Frostwiderstand plus 10 und plus zusätzlich plus 5 bei Feuchtigkeit. Also ich glaube, das ist das Beste. Gibt es noch aus Bärenfell, das gibt plus 10. Und das kann man dann, wenn man dieses Kleidungsstück erstellt an der Werkbank, kann man eben die Pelze auswählen. Also nehmt Robbenpelze, die geben am meisten. Aber wenn ihr nochmal daran denkt und wir kommen zurück an die Base, dann zeige ich es euch. Da müssten auch diese 3 Robben wieder erscheinen. Es sind immer 3 Stück. Und so sammle ich die Pelze. Da brauche ich sie nicht lange suchen. Jetzt müssen wir aber ein bisschen mal hier aufpassen. Schauen wir uns die Station hier noch an. Da steht wieder einer. Ja, durchs Geländer können wir wieder nicht durchschießen, ne? Da ist noch einer. Uns mal um. Wir müssen ja noch Werkzeugkisten finden. Vielleicht ist da oben eine drin. Das ist wieder so eine Station. Aber hier sind. Hier ist ein Mülleimer. Hey, mein Freund. Komm gleich zu dir. Hey! So, wieder der Milchaufschäumer. Überall sind die Milchaufschäumer. So, dann hätten wir doch alles hier, oder? Ja. Der Koffer leuchtet immer noch. Da liegen lassen. Können wir nicht nehmen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wunderschöne Landschaft. Ich bin echt begeistert von der Landschaft. Das haben sie gut gemacht. Müssen wir jetzt. Ja, wir müssen da durch. Oh. Da geht's rein. Steht nur einer. Das war jetzt die Frage. Ne, hier geht's gar nicht. Ne, hier ist zugeschüttet. Hier geht's nicht weiter. Okay.
müssen wir auf alle Fälle da hinten rein. Besiege normale Gegner. Oh, haben wir schon. Suche nach einer. Fortress ist huge. I'm not sure where Igna might be. Ja, gegen den brauchen wir noch gar nicht kämpfen. Der ist noch mit Sicherheit viel zu stark für uns. War denn hier Wasser? Sniper wäre nicht schlecht. Oh, das ist ein Boss. Bist du für einer? So, den haben wir. Läuft denn der da rum? So, was müssen wir denn hier machen? These are just common dormitories. We need to find out where the leaders would stay. Okay. Würde aber doch gerne hier ein bisschen rumstöbern. Milchaufschäumer. Ah, hier geht's. Nach oben, hier liegt eine Kiste, die holen wir uns auf alle Fälle. Topfpflanze, jawohl. Ziemlich ausgestorben hier. Ist nix. Medizin nehmen wir mit. Weiß auch nix. Okay. Das war das Einzige. Unten steht noch einer. Den werden wir, schätze ich mal, so nicht kriegen. Oder? Da ist auch noch einer. Und da kommt noch einer. Geht's denn hier hin? Hier geht's wahrscheinlich wieder raus. Ja? Und da schauen wir kurz mal raus. Oh, da geht's noch weiter. Oh, da wäre der Spaltanker. Den hätten wir auch. Aber wir müssen noch runter. Wir sind da unten noch nicht fertig. So, dann springen wir doch gleich mal hier runter. So, ach, schauen wir später. Looks like they're
cooking for a crowd here. Let's keep looking. Suchen wir weiter. What about that platform at the top of the fortress? It looks like it might lead somewhere. We should head up and check it out. Ich möchte mir das aber trotzdem noch anschauen, obwohl wir sind schon durch, ja? Okay. Da oben müssen wir da jetzt hin. Da waren wir ja gerade schon, da haben wir uns ja den Spaltanker geholt. Plus der End, also der Boss, von denen ich komme. Oh, da waren wir noch nicht, ne? Oder ich habe sie übersehen, kann natürlich auch sein. Ah ne, wir sind von der anderen Seite gekommen, okay. So, dann gehen wir mal raus. Spaltanker haben wir schon. Was brauchen wir denn noch? Die mysteriöse Kiste und zwei Waffenkisten. The column sent you to kill Igna, didn't it? Well, you're out of luck. Ist nur wie einer. Race of hey! The great ones. Our leader has already departed. So, why don't you go ahead? Run on back to the column. Warte mal, wo and ist tell meine them Medizin? You came here for nothing. Soon enough, der ist aber stark, I will be leading a force to crush them! Mein Freund, bist denn du für einer? That vulture commander was telling the truth. Igna isn't here, although I do feel a fluctuation in stardust here. Maybe try using space-time to see what we can find. Our plans are progressing well. Soon the cleansing shall begin, and our friends have helped us deal well with the column in Ember Strand. Now, can I count on you to secure Onyx Tundra for the movement? You have my word. We'll crush the column camp and claim the entire region. If the vultures are planning an assault, how about we try to scuttle their plans? Okay, machen wir. Müssen wir wieder runter? Würde aber interessieren, was da oben ist. Wir brauchen ja noch eine Waffenkiste. Und da unten war ja nichts. Und wir brauchen noch eine mysteriöse Kiste. Der war jetzt auf alle Fälle gerade Level 15. So, was haben wir denn hier? Hier geht's nicht weiter. Müssen wir weiter nach oben. Oder vielleicht sollte ich hier nicht rein. Ist was? Waffenkiste. Sehr schön, dann haben wir schon mal die erste. Eine riesige Halle. Irgendwo haben sie die mysteriöse. Da oben ist ein Rätsel. Oh. Level 14. So, dann holen wir uns mal hier das Rätsel. Ist es? Da ist die Kiste.
Wir brauchen aber noch. Brauchen noch eine Waffenkiste. Und die mysteriöse Kiste. Ist jetzt nichts. Hat doch noch einer geschrien. Da ist einer. So, gehen wir rauf. Und gehen erst drauf. Oben ist bestimmt die mysteriöse Kiste. Oh. Okay, hier geht's. Ich glaube, wir müssen hier hochspringen. Ist die mysteriöse Kiste. Sehr schön. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch eine Waffenkiste. Hm. Weiß gar nicht, ob ich da schon war. Orientierungssinn gleich 0. So, dann schauen wir hier mal rein. Ah, okay, da oben steht einer. Komm ich da... Da hinten komme ich rein. Ah, wisst ihr was, da springen wir jetzt einfach rein. Wenn schon da ist. Warmer auf alle Fälle. Aber da geht's doch runter. Ich würde gerne noch da draußen reinschauen. Ist hier irgendwo eine Kiste? Geht's nicht weiter? Nee. Müssen wir hier doch runter? Die Sonne ist wieder gleich unter. Es wird gleich wieder finster. So, was haben wir? Aber wo ist jetzt diese letzte Kiste? Also hier waren wir, okay. Hier unten waren wir anscheinend noch nicht. Da gibt es noch was zum Looten. Dann schauen wir hier mal rein. Da wird was angezeigt. Oh. Shit. Vorne habe ich schon gesehen, auf der anderen Seite, da ist... Ist eine Kiste, das könnte es sein. Alles mitnehmen. Ausrüstungskiste, sehr schön. Obsidian Camp ist erkundet. Platziere Sprengstoff in der Nähe der Vulturvorräte in Fort Obsidian. Und wir sind Level 18. Memetic haben wir auch ein bisschen was bekommen. Können wir wieder wegen leveln.
steht aber noch einiges rum hier. Schauen wir mal, was da oben ist. Ist die Station. Da ist noch mal eine Mülltonne. Mülltonnen immer reinschauen. Da waren wir doch. Nee. Oh ja. So, dann hätten wir das auch abgegraust. Da steht dann einer. Nix, come on. So, dann würde ich sagen, müssten wir eigentlich soweit ruhig sein, ja. Dann legen wir mal die Bomben. Dann jagen wir mal die ganze Hütte hier in die Luft. Muss bloß schauen, wie komme ich jetzt da wieder runter. Hier geht's nicht runter. Was haben wir denn hier? Nicht da hoch? Aussichtspunkt. The observation post, or really the scenic spot, is here. Man, it is. Whoever thought we'd get paid to travel. All thanks to Hot Rod. As long as you're taking a picture, why not get me in it? Alright. Cheese. Cheese. So, ich will aber wieder runter. Wir müssen da unten irgendwo rein. Rennt denn der da noch rum? Das ist doch ein Spieler, oder? Z. Also, dann legen wir mal den Sprengstoff. Sollte mich vielleicht vorher noch mal heilen. Trinken. Essen. So, jetzt sind da unten bestimmt Gegner. Hundertprozentig. Da steht schon der Erste. Mal den höchsten Punkt, der wo da angezeigt wird. Das wäre hier. Okay. Und dann müssten wir mal runter. Hey, hier ist noch eine. Oh. Ist noch eine Kiste. Natürlich noch mit. So, dann hätten wir den hier. Und wo? Und da ist er. So, dann bringen wir den Sprengstoff schnell noch an. Komm, zack. Das haben wir ja hier unten alles. Ich glaube, in dem Haus war ich da drin. Ja, ich glaube schon. So, auf zum letzten. Die laufen aber komisch. So, wo müssen wir die platzieren da vorne? Und da
dann wahrscheinlich möglichst schnell raus hier. That should be enough to do the trick. Now that you've placed enough explosives, let's get out of here. Once we're a safe distance away, you can blow it all to hell. Okay. Boom. Das war's. So weit waren wir aber nicht weg, hey. Kehre zum Camp Iglo zurück und sprich mit Wendy. Woher? Den haben wir schon. Also gut. Camp Iglo, da gehen wir jetzt auf alle Fälle zurück. Da müssen wir immer dahin porten. Ne, Camp Iglo, wo war denn das? Das ist es schon, ja. Müssen wir raus zum Portturm. So, dann fahren wir mal schnell zum Portturm. Oh, schon wieder 42 Minuten. Wo ist er? Wo ist er? Ja, wir müssen da runter. Oh. Glück haben sie nicht eingebaut, dass man hier im Schnee auch rutscht. Jetzt müssen wir doch eigentlich in die Nähe von dem Portturm kommen, oder? War der da unten? Ja, da drüben ist er. So, Camp Iglo. Und das machen wir jetzt noch fertig, den Quest auf alle Fälle. Camp Iglo? Und da müssen wir hin. So. Sprich mit Wendy. Machen wir. So, wo ist die gute Wendy? Die ist da hinten drin. So, servus. Erzähl Wendy, was du im Fort Obsidian gesehen hast. Okay. You're back from Fort Obsidian. Did you find Igna there? Er ist entkommen. Duh, damn. I knew I shouldn't have gotten my hopes up. What about that assault they're planning? Did you learn anything useful about that? Noch viel besser, ich habe fast alle ihre Vorräte zerstört. Sehr schön. Really? Amazing. That should put a stop to their offensive. Thank you. Although Igna wasn't there, at least you've eased the pressure on Camp Igloo. We should be safe for now. I'm glad you came to Onyx Tundra, Mr. Mayfly. Oh, right, I also have your reward. Jetzt bin ich gespannt, was wir bekommen. Insider des Fort Obsidian Aufgabe abgeschlossen. Schwarzes Gold, neue Aufgabe. Ah, ja. Mich mit Wendy verlassen. Gut, dann würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt trotzdem nochmal schnell zu mir in die Base, dann zeige ich euch, wenn es funktioniert, die Robben. So, und die erscheinen nämlich immer, wenn ich hier komme. Oh, da sind sie. Eins, zwei. Wo ist der dritte? Normalerweise sind es drei. Und die können wir schön häuten. Da hängt bestimmt noch irgendwo der dritte rum.
Ich höre was. Da oben ist er. Sind immer drei. So. Und ich zeige es euch schnell für die, die es noch nicht wissen, wie ihr euch am besten gegen die Kälte hier schützt. Ich glaube, das ist im Moment der höchste Schutz, den man bekommen kann. Wenn ihr ein Kleidungsstück herstellt, wir schauen mal, Rüstung herstellen, irgendwas, ist ja egal was. Machen wir mal die Jacke. Ihr stellt so eine Jacke her. Dann haben wir ja hier alles, was an Attributen drauf ist. Und wenn wir ganz runter gehen, steht hier Haut, Hitze und Verbrennungswiderstand plus 5. Und hier mit der Haut, die ist jetzt drin, würden wir das hier bekommen. Und da könnt ihr auswählen, zum Beispiel Hirschfell, Kälte, Frostwiderstand, Hirschfell. Und wenn wir dann runtergehen, irgendwo ist, wo ist er denn? Bärenfell zum Beispiel. Bärenfell, wenn er reintut und herstellt, Kälte, Frostwiderstand plus 10. Beim Besiegen eines Gegners bei 10 Grad oder weniger werden 3% der Leben erholt. Vom Leben. Hm. Klingt gut, gibt auch 10%, plus 10, aber wo haben wir es denn jetzt? Polarfuchs, Wüstenfeldfuchs, Haut samt Robbenpelz. Hier ist dieser Robbenpelz von den Robben. Und wenn ich das eben eingebe, Kälte und Frostwiderstand plus 10 plus zusätzlich 5, wenn es feucht ist, feuchte Gegend oder im Wasser wahrscheinlich. Und ich finde, das ist im Moment das Beste, der beste Schutz. Und das kann man machen in der Hose und in der Jacke. Den Handschuhen, glaube ich, geht das gar nicht, ne? Oder? Doch. Schauen wir mal. Rentierpelz. Was würde das geben, wenn wir einen Robben noch dazu nehmen? Ausdauer. Beim Halten einer Angelrute würde also Ausdauer geben. Und bei den Schuhen, wenn man so einen Pelz reintut. Schauen wir mal. Rentier, Robbenpelz. Schwimmtempo. Also gut, da muss man echt einmal schauen, was man braucht. Was ist denn das hier mit der Haut? Steckt ihr bei einem Bewegungstempel? Plus 30 bei Ohnmacht. Hm. Okay. Also in der Jacke und in der Hose könnt ihr den Kälteschutz reinmachen. Und ich habe jetzt da eben in der Hose und in der Jacke dieses Robbenfell drin. Und ich habe, wenn man hier auf Details schaut, jetzt Kältewiderstand 20 und Frostwiderstand 20 durch das. So, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Servus.